Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Yoga-Einheit kannst du bei Bauchschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Verdauungsbeschwerden oder generellen Bauchunwohlsein machen. Komm dafür erstmal in einen aufgerichteten Sitz, Schneidersitz oder Fersensitz, so wie du gut oder aufgerichtet sitzen kannst, und leg die Hände unterhalb deines Bauchnabels im Dreieck auf den Bauch. Schließ dann deine Augen und atme mit deiner Bauchdecke ein paar Mal in deine Handflächen ein und aus. Spüre unter deinen Händen, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Puste den Bauch richtig auf mit ganz viel Luft, wie ein Luftballon, den du aufpusten möchtest. Bläst du den Bauch in die Handflächen und lässt die Organe mitschaukeln. Spüre, wie deine Organe bei der Einatmung nach unten nach vorne wandern und bei der Ausatmung nach hinten oben. Entspanne dabei alle Muskeln im Bauch. Lass die Bauchdecke ganz weich werden und mitschwingen mit jedem Atemzug. Und spüre auch, wie die Organe im tiefen Inneren sich locker mitschwingen lassen. Und bei jeder Atmung kommst du immer mehr bei dir an, in deinem Inneren. Erlaube, dass dein Bauch sich noch größer aufpusten darf, dass dein Bauch immer mehr mitschwingen darf mit jedem Atemzug. Und dann löst du langsam die Hände wieder auf die Knie, richte dich auf und beginne den Oberkörper jetzt zu kreisen. Nach rechts vorne, nach links hinten. Helf dir dabei mit deinen Armen so ein bisschen, zieh dich leicht nach vorne und versuch diese Kreisbewegung mit dem Bauch zu führen. Der Bauch schiebt nach vorne und nach hinten. Kreise aus der Körpermitte heraus. Den Bauch groß machen, wenn du nach vorne kreist, und den Bauch einsinken lassen, wenn du nach hinten kreist. Wechsel jetzt einmal die Richtung, kreise in die andere Richtung und auch hier wieder versuchen, diese Kreisbewegung aus dem Bauch herauszuführen. Den Bauch im Kreis bewegen, so wie es für dich geht. Lass die Atmung dabei gleichmäßig fließen. Mach noch eine Kreisbewegung und komm wieder zur Mitte zurück. Die linke Hand legst du jetzt auf das rechte Knie, die rechte Hand geht hinter das rechte Ohr und mit der Einatmung drehst du jetzt den rechten Ellbogen nach hinten auf. Der Oberkörper dreht mit der Ausatmung kommst du wieder nach vorne in deine linke Ellbeuge. Einatmen, aufdrehen, schau mit dem Blick hinterher, ausatmen in die Ellbeuge. Dreh die ganze Wirbelsäule mit, mach deinen Brustkorb groß. Und ausatmen, dreh dich wieder nach vorne. Einatmen, aufdrehen, groß machen und ausatmen, wieder nach vorne kommen. Einmal noch, einatmen, dreh dich auf, Brustkorb dreht mit. Ausatmen, komm wieder nach vorne und wechsel jetzt die Seite. Rechte Hand greift das linke Knie, linke Hand hinter das linke Ohr. Einatmen, nach links, hinten aufdrehen, Blick hinterher. Ausatmen, wieder nach vorne zurück. Immer die ganze Wirbelsäule mitdrehen, mach dich groß bei der Einatmung. Und beim Ausatmen kommt der Ellbogen in die rechte Ellbeuge. Der Rücken wird rund. Und beim Einatmen machst du dich groß, ziehst dich lang im Rücken und schaust nach hinten. Dann löst wieder auf, beide Hände greifen beide Knie, mach dich lang im Rücken und komm jetzt über die Seite langsam in den Vierfüßlerstand. Knie unter die Hüfte, Hände unter die Schultern. Lass den Rücken jetzt locker durchhängen wie eine Hängematte, Bauch groß machen und Blick nach oben. Öffne die Bauchdecke, mach den Bauch groß. Und mit der Ausatmung ziehst du jetzt den Bauchnabel ganz fest nach innen, machst den Bauch flach und schaust Richtung Bauchnabel. Mach dich ganz rund, Bauch ganz einziehen.
Einatmen, Kopf wieder heben und den Bauch hängen lassen. Lass die Bauchorgane in den Bauch fallen. Ausatmen, Bauchnabel einziehen, drück die Bauchorgane nach innen hoch Richtung Wirbelsäule. Mit der Einatmung den Bauch hängen lassen und die Bauchorgane fallen in die Bauchdecke. Und ausatmen, Bauchnabel ganz fest nach innen ziehen, ganz flach machen, den Bauch, Kopf einrollen. Einatmen, Kopf wieder heben, Bauch locker. Ganz fest den Bauchnabel nach innen ziehen bei der Ausatmung. Dann löse wieder. Und noch einmal, Bauchnabel ganz fest nach innen ziehen, ganz anspannen, Bauchnabel einziehen. Und komm jetzt in eine neutrale Position. Du legst eine Hand auf den Bauch und du atmest jetzt immer aus, aus, aus durch die Nase. Ausatmen, ausatmen, dabei zieht der Bauch nach innen, Bauch nach innen, Bauch nach innen. Nur die Ausatmung durch die Nase. Durch die Nase, aus. Und ein letztes Mal, schieb jetzt das Gesäß nach hinten, Kopf Richtung Boden fallen lassen, Arme gestreckt und lass die Bauchdecke jetzt in die Oberschenkel fallen. Lass das Gesäß in die Fersen sinken und atme ein paar Mal tief in die Bauchdecke, spüre, wie der Bauch auf den Oberschenkeln aufliegt. Beim Einatmen pustest du den Bauch auf wie ein Luftballon in die Oberschenkel. Beim Ausatmen lässt du dich in die Beine fallen. Das ganze Gewicht löst sich in die Oberschenkel. Komm dann langsam wieder nach oben in den Vierfüßlerstand. Eine Hand geht in die Mitte unter dem Brustkorb und die andere Hand legt sich auf die Bauchdecke und du atmest wieder aus, durch die Nase aus, aus. Dabei zieht der Bauchnabel ein, Bauch nach innen, Bauch nach innen. Nur die Ausatmung. Fokussieren. Und ein letztes Mal. Und noch einmal den Po nach hinten schieben auf die Fersen. Die Hände stellen sich wie eine Spinne auf. Und du lässt den Kopf wieder zur Matte fallen. Die Handflächen sind diesmal in der Luft gehalten. Die Ellbogen sind ganz gestreckt. Nur die Fingerspitzen sind am Boden. Und du atmest noch einmal mit der Bauchdecke zu den Oberschenkeln. Lässt dich ganz in die Beine hineinsinken, ganz fallen. Und lass das ganze Körpergewicht in die Oberschenkel sinken. Bewege den Bauch bei jedem Atemzug, beim Einatmen Bauch aufpusten, beim Ausatmen Bauch weich werden lassen. Und dann kommst du langsam wieder nach oben. Kopf heben, abstützen in den Kniestand. Bring die Hände aufs Gesäß, die Ellbogen eng zusammen und lehn dich leicht nach hinten. Öffne jetzt die Bauchdecke und atme ganz tief in den gestreckten Bauch hinein. Drück die Leiste nach vorne, spann den Po an. Brust hebt sich und ganz fest den Bauch aufpusten, bis du ein leichtes Reißen spürst in der Bauchdecke. Dehne die Bauchdecke. Heb dein Brustbein nach oben und löse langsam wieder auf. Komm zurück in den Vierfüßlerstand und senke jetzt deine Hüfte, dein Becken ab, lass das Becken fallen, Hände unter den Schultern, schau nach oben und öffne dein Brustbein und deine Bauchdecke, große Kobra. Versuch den Bauch groß zu machen, atme in die gestreckte Bauchdecke hinein. Schultern weg von den Ohren, Brust weit, den Bauch weit öffnen. Streck dich noch einmal nach oben und dann beugst du deine Ellbogen und rollst über die Bauchdecke ab. Erst das Becken, dann den Bauch, dann den Brustkorb. Setz die Hände ein bisschen tiefer neben deinen Oberkörper, Ellbogen eng zusammen. Halte den Brustkorb in der Luft, schau nach unten und atme jetzt in deine Bauchdecke zum Boden. Hände liegen locker entspannt neben dem Brustkorb, die Ellbogen zeigen zur Decke und du atmest in die Bauchdecke. Beim Einatmen Bauch aufpusten, in den Boden drücken, beim Ausatmen Bauch weich werden lassen, in den Boden sinken.
Spüre das Schaukeln deines Oberkörpers hoch und runter mit jedem Atemzug. Beim Einatmen schaukelt sich dein Oberkörper nach oben, dadurch, dass du den Bauch fest in den Boden drückst. Beim Ausatmen sinkt dein Oberkörper ab, dadurch, dass dein Bauch weich wird. Stell dir vor, wie du mit dem Bauchnabel in den Boden atmest. Den Bauchnabel richtig in den Boden hineindrücken. Zieh jetzt deine rechte Ferse langsam zum Gesäß, greif die rechte Ferse mit der Hand und leg deine Stirn auf den linken Handrücken ab. Fuß zieht zum Gesäß. Wenn du nicht an den Fuß rankommst, kannst du auch die Socke greifen oder einfach nur den Fuß ranziehen ohne festhalten. Spann den Po leicht an, drück die Leiste in den Boden und atme weiter in die Bauchdecke. Beim Einatmen Bauch aufpusten wie ein Luftballon und in den Boden hineinpressen den Bauch, richtig Druck geben in den Boden. Beim Ausatmen Bauchdecke weich machen und in den Boden absenken. Heb den Kopf wieder an, bring jetzt beide Handflächen aufeinander, Ellbogen zeigen nach außen. Und jetzt hebst du das rechte Bein leicht in die Luft und drehst den rechten Fuß nach links rüber. Der große Zeh möchte links Richtung Boden. Das rechte Knie zeigt zur Decke und du drehst die Hüfte mit. Leg jetzt deine linke Wange auf deinen Handrücken. Du schaust einmal zum rechten Ellbogen. Blick zum rechten Ellbogen, Kopf liegt entspannt. Dein rechtes Knie nach oben zur Decke öffnen, den rechten großen Zeh zum Boden ziehen. Spür die Drehung im unteren Rücken und auch im Bauch und leite die Atmung in die Bauchdecke, sodass du spürst, wie sich beim Einatmen der Bauch aufpustet. Komm langsam wieder zurück, vorsichtig, streck dein rechtes Bein aus, heb dann den Kopf und zieh die linke Ferse zum Gesäß. Greif mit der linken Hand dein linkes Fußgelenk und leg den Kopf auf die rechte Stirn. Zieh deine linke Ferse zum Gesäß, atme mit der Bauchdecke in den Boden und spüre die Dehnung in der Leiste und in der Vorderseite deines Oberschenkels. Puste den Bauch richtig auf beim Atmen, in den Boden hinein. Atme dann noch einmal ganz tief in den Boden ein und aus, Bauchnabel in den Boden hineinatmen, richtig runterdrücken in die Matte den Bauchnabel beim Einatmen und beim Ausatmen den Bauchnabel nach innen ziehen Richtung Wirbelsäule. Und dann hebst du langsam den Kopf an, bringst die Hände übereinander, Ellbogen nach außen und dreh deinen linken Fuß nach rechts rüber. Kopf schaut jetzt nach links, Blick zum linken Ellbogen, rechte Wange ablegen und dein linkes Knie zeigt nach oben zur Decke. Der linke große Zeh möchte auf der rechten Seite zum Boden kommen. Atme auch hier wieder in die Körpermitte, in den Bauch hinein. Spür die Drehung in der Wirbelsäule und in der Bauchdecke. Versuch dein linkes Knie noch mal ein bisschen mehr nach oben auszurichten und den linken Fuß fallen zu lassen Richtung Boden. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Drehung in der Wirbelsäule. Und dann kommst du ganz langsam, ganz vorsichtig wieder zur Mitte zurück und streckst beide Beine in die Länge. Leg die Stirn wieder ab und atme noch mal tief in den Bauch. Einatmen, Bauch aufpusten wie ein Luftballon, in den Boden drücken. Ausatmen, lass dich in den Boden fallen. Dein ganzes Körpergewicht löst sich in die Matte und du spürst das Heben und Senken deiner Bauchdecke im Boden. Verbinde dich mit dem Bauchnabel, mit dem Boden. Stell dir vor, wie eine Wurzel fließt aus dem Bauchnabel in den Boden. Jetzt nimmst du deine Hände, stützt sie neben deinem Brustbein ab, Ellbogen eng, einatmen, große Kobra, schieb dich nach oben, schau zur Decke, öffne Bauch und Brust, streck dich im Oberkörper. Ausatmen, schieb jetzt das Gesäß nochmal nach hinten, die Arme lang nach vorne strecken, geh einen Schritt nach vorne und lass jetzt den Oberkörper frei.
Diesmal ist das Gesäß über deinen Knien, die Oberschenkel gerade nach oben senkrecht und der Oberkörper hängt diesmal ganz frei, sodass nur noch der untere Bauch leicht die Oberschenkel berührt. Lass die Nasenspitze zum Boden fallen, die Stirn Richtung Matte. Die Arme sind ganz gestreckt, sodass deine Ellbogen in der Luft schweben. Und lass dich ganz durchhängen im Oberkörper. Schieb den unteren Bauch leicht zu den Oberschenkeln. Nimm noch einen Atemzug, streck dich nochmal lang und komm dann langsam nach oben. Auf die Knie, dreh dich nach vorne zu mir. Leicht geöffnete Knie, aufgerichteter Stand. Die rechte Hand fällt jetzt nach unten Richtung Boden. Einatmen, linker Arm zieht nach oben und du schaust der linken Hand nach. Die Hüfte schiebt sich leicht nach links rüber und du dehnst die Seite deines Oberkörpers. Spüre die Öffnung deiner Rippen, atme ein, ausatmen, löse und wechsel die Seite. Schieb deine Hüfte nach rechts rüber, lass den linken Arm fallen, einatmen, linker Arm zieht hoch. Schau deiner linken Hand nach, nach oben, öffne die ganze rechte Seite, einatmen, noch mehr strecken, ausatmen, zurückkommen. Beide Hände aufs Gesäß, Ellbogen eng und lehn dich nochmal nach hinten, schieb deine Hüfte nach vorne, öffne Bauch und Brust. Halte hier. Atme tief in den Bauch, strecke die Bauchdecke. Noch einmal einatmen, Bauch aufpusten, ausatmen, wieder zurückkommen. Komm in den Sitz, stütz dich ab, bring die Beine nach oben, aufgerichtet, stützt du dich hinter deinem Gesäß ab und pendelst die Knie nach rechts und nach links hin und her. Die Hüfte dreht sich dabei mit, Füße leicht geöffnet, Knie leicht geöffnet und rotiere deine ganze Hüfte mit. Die Arme bleiben stabil und gestreckt und spür mal die Drehung im Becken und im Rücken. Dann greifst du in dein rechtes Knie und rollst dich Wirbel für Wirbel ab. Zieh den rechten Oberschenkel an den Bauch und streck dein linkes Bein entspannt am Boden aus. Der Kopf liegt und du ziehst deinen rechten Oberschenkel ganz nah an den Bauch. Atme mit der Bauchdecke zum rechten Oberschenkel und drück den rechten Oberschenkel leicht in den Bauch hinein. Linkes Bein ist ganz entspannt und gelöst am Boden liegend. Spür die Dehnung im unteren Rücken, im Gesäß. Bei jeder Ausatmung ziehst du deinen Oberschenkel noch näher an den Bauch, noch mehr in den Bauch hinein. Einatmen, streck jetzt langsam dein rechtes Bein und die Arme lang über den Kopf. Die Daumen wollen zum Boden und du ziehst dich jetzt mal richtig lang. Bauch öffnen, schieb den Bauch nach oben zur Decke, mach ein leichtes Hohlkreuz und atme tief in den Bauch hinein. Zieh dich ganz lang und ausatmen, wechselst du jetzt die Seite. Zieh das linke Bein zum Bauch. Halte das linke Knie mit beiden Händen fest. Ganz nah an den Bauch herangezogen, rechtes Bein ist entspannt und löst sich am Boden. Bei jeder Ausatmung ziehst du den Oberschenkel noch kräftiger in den unteren Bauch hinein. Und mit der Bauchdecke atmest du zum rechten Oberschenkel. Richtig fest ranziehen das Bein. Einatmen, streck dich noch einmal lang. Linkes Bein ausstrecken, Arme nach oben über den Kopf, zieh dich ganz lang, Bauch öffnet, tief in den Bauch ein- und ausatmen, Fußspitzen strecken nach unten. Jetzt legst du die Beine weit auseinander, mattenbreit und du hebst jetzt langsam dein linkes Bein an und kreuzt dein linkes Fußgelenk über das rechte Fußgelenk. Beide Hände greifen, mit der rechten Hand greifst du das linke Handgelenk und ziehst den ganzen Oberkörper und den linken Arm nach rechts rüber. Jetzt liegst du in der Banane in einer seitlichen Beuge. Achte darauf, dass beide Gesäßhälften immer noch gleichmäßig auf der Matte liegen und auch beide Schultern gleichmäßig. Zieh den Kopf weit nach rechts rüber und zieh mit der rechten Hand am linken Arm, sodass du dich richtig lang ziehst in der Seite. Atme in die linke Seite, zieh die Rippen auseinander.
Und dann öffnest du das linke Bein wieder, kommst wieder zur Mitte und streckst dich nochmal lang. Wechsel die Seite. Rechtes Bein anheben, rechtes Fußgelenk kreuzt oben über das linke. Greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk und zieh den ganzen Oberkörper nach links rüber. Der Kopf legt sich mit nach links. Achte auch hier wieder drauf, beide Gesäßhälften bleiben fest auf der Matte. Und du ziehst die rechte Seite in die Länge und atmest in die rechten Rippen hinein. Die linke Hand zieht den rechten Arm in die Länge. Du liegst in der Banane. Streck dich nochmal richtig lang, zieh nochmal leicht am rechten Arm. Genieße die Streckung in der Seite. Und dann kommst du mit den Armen wieder zur Mitte und öffnest die Beine wieder. Streck dich nochmal in die Länge. Einatmen, lang strecken. Ausatmen, ziehst du nacheinander jetzt langsam beide Knie zum Bauch. Fass deine Knie mit den Händen. Ausatmen, Oberschenkel fest in den Bauch ziehen. Einatmen, Arme lang strecken und Knie in die Hände schieben. Ausatmen, fest ranziehen, in den Körper hineindrücken, die Oberschenkel. Ausatmen, lösen, Arme werden lang. Ausatmen, zieh die Beine in den Körper hinein, fest an den Bauch drücken. Einatmen, Bauch wölben und Oberschenkel entfernen. Ausatmen, Bauch fließt nach innen. Einatmen, Bauch wölben wie ein Luftballon. Noch einmal. Ausatmen, fest in den Bauch hineinziehen. Spür die Dehnung im Rücken. Einatmen, den Bauch ganz aufpusten wie ein Luftballon. Mit der Ausatmung ganz fest die Oberschenkel in den Bauch ziehen. Einatmen, zurückkommen und dann stellst du die Füße langsam auf. Das rechte Bein überkreuzt über das linke, schlag die Beine ganz zusammen. Und dann lässt du langsam beide Beine nach rechts fallen und drehst den Kopf in den Boden hinein, Schultern locker lassen. Nimm jetzt deine linke Hand auf deine linke Bauchseite, leg sie auf und atme in die linke Handfläche hinein. Lass den Bauch in die linke Handfläche fließen beim Ein- und Ausatmen. Spürst du das Heben und Senken unter deiner linken Handfläche? Und deine Beine lösen sich ganz entspannt nach rechts. Spür die Dehnung auf der Seite deines Oberkörpers im Becken, im Hüftbereich. Noch einen tiefen Atemzug in die linke Hand. Dann löst du die linke Hand wieder und kommst langsam zur Mitte zurück. Beine wieder öffnen. Und du wechselst die Seite. Das linke Bein überschlägt sich über das rechte. Langsam kippen beide Beine nach links zum Boden. Und dann nimmst du deine Hand und legst sie auf deine rechte Bauchseite. Auf den rechten Rippenbogen, rechter Bauch. Du atmest in deine Handfläche hinein. In die rechte Körperseite atmen, die Beine ganz gelöst und entspannt. Spür die Dehnung in der rechten Hüfte. In der rechten Rippenseite und unter deiner Hand spürst du das Heben und Senken deiner rechten Bauchseite. Noch einen Atemzug, dann löse wieder die Hand und komm langsam mit den Beinen wieder zur Mitte zurück, stell beide Füße auf. Jetzt pendelst du mit den geöffneten Knien locker nach rechts und links hin und her. Ruhig ein bisschen schneller, dynamisch, sodass sich dein Becken mitdreht. Füße leicht geöffnet, Knie leicht geöffnet, sodass du keinen Kontakt hast mit deinen Beinen. Schön dynamisch nach rechts und links hin und her pendeln. Spüre dabei, wie sich dein Becken mitdreht, wie sich deine Organe hin und her schaukeln, wie sich deine Bauchseiten mitdrehen. Mach das ganz locker und angenehm. Schaukel dich in der Körpermitte und komm dann wieder zur Mitte an. Jetzt legst du beide Hände auf den unteren Bauch, unter dem Bauchnabel, hebst deinen Kopf an und jetzt beginnst du wieder mit der Atemtechnik. Ausatmen und den Bauch einziehen.
ausatmen, 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 ausatmen. Nur durch die Nase. Auspusten, auspusten. Dabei zieht sich der Bauch nach innen, nach innen, nach innen. Bauch einziehen, einziehen, einziehen. Und durch die Nase immer stoßartig ausatmen. Löse wieder, leg dich ab und bring die Fußsohlen zusammen, die Knie lösen sich nach außen. Und du atmest tief in den Bauch ein und aus, lässt die Bauchdecke locker schwingen mit der Atmung. Die Fußsohlen sind zusammengeschlossen, die Knie entspannen sich nach außen. Und dann bringst du langsam die Knie wieder zur Mitte zurück und kommst in die Rückenlage. Beine etwas mehr als hüftbreit geöffnet, Fußspitzen fallen nach außen, aus der Hüfte heraus. Und du legst beide Hände unterhalb deines Bauchnabels auf den Bauch und spürst mal nach. Lass dich in den Boden fallen, entspanne alle Muskeln und atme jetzt mit deiner Bauchdecke in deine Handflächen hinein. Spüre unter deinen Händen, wie sich dein Bauch jetzt anfühlt, deine Bauchorgane, wie sie sich mitbewegen mit jedem Atemzug. Entspanne den tiefen Bauch von innen. Sage dir innerlich, meine Bauchorgane sind ganz gelöst und entspannt. Wiederhole noch einmal, meine Bauchorgane sind ganz gelöst und entspannt. Dann legst du die Arme wieder neben dich zurück. Bewegst einmal die Hände und die Füße, alles einmal durchbewegen, stellst langsam deine Beine wieder auf, öffne die Augen, pendel jetzt nochmal mit den Knien locker nach rechts und links hin und her, sodass sich dein Bauch dreht. Und dann hebst du deine Beine langsam nach oben, greifst in beide Kniekehlen, hebst den Kopf Richtung Knie, mach dich ganz rund, schaukel mal so leicht nach vorne und nach hinten mit den Beinen. Dann holst du langsam Schwung und kommst in den Sitz nach oben. Wunderbar. Sehr gut, dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Namaste, danke fürs Mitmachen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und gebt mir gerne ein Feedback und einen Daumen hoch. Danke.